Was ist denn hier was? Das hier in der Reihenfolge, wie ich es brauche, zufällig? Das sind die Eyecaps. Ligaturnadeln. Okay, Haken mit Draht. Mit dem unter Verwendung eines Nadelinjektors der Mund verschlossen wird. Mhm. Okay. Feuchtigkeitspad. Ein Tuch, mit dem die Haut von Verstorbenen eingecremt wird. Toll. Hilft mir wenig. Nadelinjektor. Ein Werkzeug zum Einbringen von Ligaturnadelhaken in den Schädel. Okay. Wir beginnen. Gesichtsvorbereitung. Ziehe den Mechanismus nach oben und drücke die Injektortaste, um Haken in den Schädel zu treiben. Verdrehe anschließend die Drähte, um den Kiefer zu schließen. Das klingt widerlich. Ja, das funktioniert so einigermaßen. Oh, wow. There we go. Das ist wild. Okay, Augenkappen einfügen, um Augen geschlossen zu halten. Ja, die Augenkappen sind die da. Geht ja auch dran. Da. Augenkappen wird zum Geschlossenhalten der Augenlider verwendet. Okay. Machen wir. Platzieren der Augenkappen. Verwende den Mechanismus, um das Augenlid vollständig zu öffnen. Mhm. Interagiere mit dem Auge, um die Augenkappe aufzulegen. Schließe danach die Augen. Ja. Oh. Oh. All right. Das ist wild. So. Einbalsamierungsflüssigkeit in Pumpe mischen. Okay. Da stehen zufällig 4 Flaschen und das wird es wohl sein. Formaldehyd. Feuchthaltemittel, Methanol und Glutaraldehyd. Okay. So, was haben wir hier? Formaldehyd. Eine Basis von Arterienflüssigkeit, mit der das Gewebe fixiert und konserviert wird. Okay. I can't hold anything else. Deine Hände sind voll. Du kannst nur 2 große Gegenstände gleichzeitig tragen. Um einen Gegenstand abzulegen, öffne das Inventar, wähle ihn aus und will die Schaltfläche ablegen. Okay. I can't hold anything else. Ah. Die Dinger habe ich noch. Wo legt denn der die dann ab? Ich stelle mich mal hier so hin. In der Hoffnung, dass er die da richtig ablegt. Er legt die einfach direkt da auf den Boden. Okay. Kann ich die denn? Theoretisch? Nee. Kann die nicht einfach aufheben. Und dann so rüberlegen.
Da wird ja aber eine Menge Müll entstehen. Kann ich jetzt schon sagen. Okay. Wir brauchen das Formaldehyd. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. And it can make them pop like that. Just keep doing your thing. I'll get it. Kannst du dich gerade noch hinter dem Ding? Ja, meinst du, eine Flasche ist geplatzt oder so? Was schnell mal passieren kann. Finde ich jetzt nicht so. Du mal, geh mal wieder hinter deinen Tresen. Das hat mir jetzt nicht gefallen. So. Formaldehyd. Ist drin. Habe ich das jetzt noch im Inventar? Nee. Okay, gut. So, next. Glutaraldehyd. Eine Basis von bla 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 fixiert und. Das ist derselbe Text. Ein bisschen schwach. Drin. Haben wir hier noch? Feuchthaltemittel. Eine Chemikalie, die zur Feuchtigkeitsspeicherung beiträgt. Okay. In Ordnung. Er merkt sich die letzte Bewegung. Das ist ja witzig. Methanol. Eine Chemikalie, die Formaldehyd in Lösung hält, indem sie die Polymerisation verhindert. Okay. Von mir aus. Habe ich? Stolz? Ich hoffe doch. Okay. Einschnitte an Karotis und Drosselvene mit Skalpell vornehmen. Skalpell liegt hier. Eine kleine scharfe Klinge für chirurgische Zwecke. Oh ja, oh ja. Wo genau ist denn das? Das müsste ja am Arm sein, oder? Oder? Keine Auswahl. Muss ich das echt am Kopf machen? Oh ja. Schnipp, 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 schnipp. Ist ja widerlich. Verwendung von Gegenständen. Einige Gegenstände müssen direkt auf der Leiche angewendet werden. Aha. Um einen Gegenstand zu verwenden, öffne das Schnellwahlinventar. Ja. Und wähle den benötigten Gegenstand aus. Ja, ist okay. Aber was muss ich hier jetzt? Das Klemmbrett kann ich jetzt gerade nicht so. Achso, mit der Arterienklemme die Schläuche an beiden Adern befestigen. Oh, und mit Einbalsamierungspumpe verbinden. Okay, Klemme. Das ist die? Das müsste die sein, oder? Arterienklemme. Wird zum Fassen und zur Kompression einer Arterie verwendet. Sehr schön. Ist auch kein großer Gegenstand, oder? Nee, das sind kleine. Aber das Skalpell ist weg? Das ist direkt kaputt, oder wie sieht das aus? Okay, hier. Sieht gut aus. So, jetzt muss ich hier Schläuche. Sind das hier Schläuche? Das sieht nach Schläuchen aus. PVC-Schläuche. Flexible, robuste Schläuche für verschiedene medizinische Zwecke. Ist ein großes Objekt. Ist auch nicht schlimm. Das verbraucht sich mit Sicherheit. Davon gehe ich mal schwer aus. So. Hätte ich gern hier. Wow. Das sieht toll aus. Okay. Pumpe einschalten und Körper spülen lassen. Boah, das klingt wild. Das ist eine Menge Blut. Ja gut, Körper 7 Liter, glaube ich. War's. So im Schnitt. Okay, wie lange muss ich da jetzt warten?
Ah, es wird klarer. Bis halt komplett klar ist. Nice. Der Rest läuft noch ab. Sehr gut. Okay. Pumpe ausschalten, Schläuche entfernen und Schnitt verschließen. Okay. Kriegen wir hin. So. Weg damit. Verschlossen. Brauche ich mir jetzt keine Nadel und Faden. Nun. Einen leeren Infusionsbeutel mit Körperhöhlenflüssigkeit füllen. Und den Trokar in die Bauchhöhle einführen. Okay. Körperhöhlenflüssigkeit. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass das hier dieser Beutel ist. Infusionsbeutel. Ein Infusionsbeutel für die Einleitung von Einbalsamierungsflüssigkeiten in Organe und Hohlräume. Ja. Muss ich jetzt am Bauch? Okay, füllen der Körperhöhlen. Führe den Trokar bis zum Anschlag ein. Oh, um das Einströmen. Immer das Öde ersetzen zu müssen, ist bei manchen Worten schwierig. Der Einbalsamierungsflüssigkeit einzuleiten. Sobald diese Körperhöhle voll ist, zieht den Trokar zurück. Dehne ihn und führe ihn erneut ein, bis der Beutel leer ist. Oh, wow. Okay. Mir fehlt etwas. Ja, der Trokar. Das ist dann der hier, ne? Trokar. Dient zur direkten Injektion von Körperhöhlenflüssigkeit in Organe. Okay. I'm missing something. Was fehlt mir jetzt bitte noch? Okay. Den hier? Hab ich? Okay. Ging die Frau schon leer? Sehr gut. Okay. So. Ein Reiniger im Schrank in der Toilette zu Tankreiniger zusammenmischen und in der Einbalsamierungspumpe füllen. Achso, um die zu reinigen. Okay. Dum, 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 dum. Ah ja. Reinigerbasis. Eine Lösung für von Korrosionsschutzmitteln. Mit Entkalker mischen, um die Mischung für die Reinigung von Einbalsamierungsmaschinen herzustellen. Okay. Ich weiß gar nicht, wie ich da was reinmische. Kein Plan. Vielleicht brauche ich das auch gar nicht. Oh, halt. Okay. Was? Da kann jemand langlaufen. Okay. Hey.
Ach nee, das muss ja da drüben rein. So. Was noch? Ich brauche jetzt noch das andere Zeug. Oder? Nee, Reinigungsbasis kommt da jetzt noch nicht rein. Ich muss das erst mischen mit irgendwas. Ich weiß bloß nicht mit was. Das ist ein Tipp. Hier sind die Dinger. Das ist das. Das liegt zum Glück zusammen. Habe ich irgendwas übersehen? Das ist das Zeug. Das hier, aber was ist das? Das ist nichts. Das sind Chemikalien. Keine Ahnung, was das ist. Finde ich das vielleicht auch außerhalb oder so? Weil hier ist es nicht. Das ist halt echt verwirrend hier. Dass die eine so leuchtet. Ist halt echt wild. Achso, das ist mein unterschriebenes Dings. Ja, okay. Ach, da! Okay. Sehr gut. Eigentlich können wir auch mal... Okay. Oh, die Bartür kann ich nicht mal schließen. Das ist ja hart. Kann ich eigentlich wenigstens hier das Licht ausmachen? Nee. So, jetzt aber. Tank ist in Arbeit. So, und jetzt muss ich noch die nette Dame mit den Feuchttüchern sauber machen, wenn ich das richtig gesehen habe. Feuchtigkeitspflege auf das Gesicht geben. Okay, Gesichtspflege. Das klingt mal nach was Gutem immerhin. Bewege das Tuch über das Gesicht und halte dabei die Interaktionstaste gedrückt, bis die Lotion aufgebraucht ist. Es muss die Lotion auftragen. The fuck? Tell you what. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Okay. Ich bin doch eigentlich gar nicht fertig. Das war weird. Go ahead. It's fine. I'll give you a call when we get someone in. Okay. Muss ich mir Sorgen machen? Bin mir nicht sicher. It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So, that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like, he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. I'm just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got three new cadavers, and no one else can make...
Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit! That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations! Thanks. I have to go. Like, right now. I'll talk to you later. Where are my keys? Das werden wir rausfinden. Death and Decay. Jetzt haben wir dasselbe Buch direkt nebeneinander. Das ist. Oder ist. Ach nee, das ist so dick. Ja, okay, okay. Aha. Telefon, ja, dann habe ich einen neuen Job. Oh, was ist das? Einbalsamierung. Ein Buch über die Geschichte der Leichenkonservierung und deren Beitrag zur Trauerbewältigung. Okay. Oh, das ist nicht hochauflösend genug. Da sind auf jeden Fall meine Schlüssel. Das ist nett. Das Bild von Mami. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Nicest people are dead. Ich kann mir das anziehen oder was? Warte mal. Nee. Oh, schade. Das wäre jetzt super gewesen, wenn ich mir jetzt so ein Ding hätte anziehen können. Oh. Music Band Shirt. Das ist natürlich krass. Oh, das wäre gut gewesen. Oh, hier ist noch eins. Tod und Zerfall. Ein Buch über den Prozess und die Wissenschaft der Verwesung. Okay. Was haben wir hier sonst noch so? Ja. Donut Stuff. Okay. Lebt ja aber auch sehr sporadisch und in einer extremst kleinen Einzimmerwohnung. Die Zahnbürste liegt auf dem Kühlschrank. Also es ist wirklich nur so. Also richtig, richtig wild. Was ist das? Luna Bits Müsli. Schmeckt irgendwie wie Blätter mit Ästen. Wow, doch so gut. Moff Bombs Müsli. Unglaublich süß. Überraschend. Das würde ich gern lösen. Ukuos Müsli, enthält angeblich keine Bienen. Ja, aber auf der Packung steht immer das Gegenteil. Ja, okay. It's got bees in it. Wow. Ist auch eine Rückseite? Ja, okay. Was haben wir hier nicht viel? Hier kann ich nicht. Das geht erst, wenn ich einen Schlüssel habe. Kann ich aufheben. Das ist toll. Und die auch. Das ist auch toll. Und die auch. Das ist auch toll. Gut. Machen wir das Radio aus. Knappen uns den Schlüssel. Schlüssel. Schlüssel für die Wohnung. Das Auto und die Eingangstür von River Fields. Rebecca. Na klar. Temporäre Gegenstände. Temporäre Gegenstände belegen keinen Platz in deinem normalen Inventar. Verwende einen temporären Gegenstand, indem du direkt mit dem Objekt interagierst und das ihn benötigt. Das wäre dann die Tür.
extension.